Zeit ist wichtig. Zeit ist Geld. Und wir, aber Zeit ist demokratisch. Wir haben gleiche Zeit. Zum Beispiel 24 Stunden. Wir können vielleicht aus dieser Zeit etwas machen. Und hier wollen wir das richtig erkennen, wissen, wo eigentlich die Zeit bleibt. Meine Zeit. Halte nicht auf, weil Anzahl, ja, also wartet auf niemanden. Zeit wartet auf niemanden. Zeit vergeht. Egal, ob sie etwas daraus machen oder nicht, Zeit vergeht, die ganze Zeit. Die Zeit vergeht die ganze Zeit. Aber es gibt auch Zeitgefühl. Wenn ich also auf jemanden warte, vergeht die Zeit ganz langsam. Aber wenn ich glücklich bin, vergeht die Zeit so wie im Flug. Sehr schnell. Also da gibt es auch gleiche Zeit, natürlich. Ich habe auf jemanden vielleicht eine halbe Stunde gewartet. Also diese halbe Stunde, mein Gott. Ja, wie? Also ganzen Tag. Zeit vergeht sehr langsam. Und wenn ich 2 Stunden mit meinen Freunden verbringe, dann habe ich das Gefühl, oh, 2 Stunden schon vorbei. Mein Gott, ich dachte, es ist nur 20 Minuten, aber 2 Stunden schon vorbei. So, das ist auch eigentlich. Also Zeitgefühl gibt es da. Es gibt auch, hier sehen wir, wozu brauchen wir unsere Zeit? Was machen wir die ganze Zeit? Wir schlafen viel. Aber wir merken nicht so viel. An einem Tag gibt es 24 Stunden. 24 Stunden gibt es da an einem Tag. 24 Stunden. Alle haben so viel Zeit. 8 Stunden schlafen wir zum Beispiel. 8 Stunden arbeiten wir. Jeden Tag. Und in 8 Stunden machen wir alles übriges. Essen, kochen, Freunde treffen, anrufen, alles. Also 8 plus 8 plus 8. Und das ist das schon 24. Also das heißt, wenn wir 100 Jahre leben, 33%, also 33 Jahre schlafen wir. Mein Gott, das ist viel. So viel darf man nicht schlafen. 33% Zeit des Lebens vergeht einfach beim Schlafen. Ich will nicht schlafen. So ist es wirklich interessant, wenn wir daran denken, Gedanken machen. Und was machen die Menschen die ganze Zeit? Natürlich Wohnung putzen, kochen, Auto fahren, essen, arbeiten, schlafen. Es gibt so viel zu tun. Wir sind die ganze Zeit so beschäftigt. Wir machen etwas. Wir sprechen. Ja. So, was machen wir eigentlich alle die Jahre? Das ist eine, also vielleicht Recherche oder Menschen wurden interviewt und dann ist das dann Resultat. Also, checken wir. Wir haben es immer gewusst, die meiste... Ja, bitte? Darf ich lesen? Ja, gerne. Ja. Laut? Yes, sir. Wir haben es immer gewusst, die meisten seit unseres Lebens schlafen wir. Mehr als 24 Jahre liegt der Deutsche im Bett. Auch das haben wir gelernt. Circa 7 Jahre verwenden wir für
they are but neu ist dass wir mit 5 Jahren und 6 Monaten ein halbes Jahr länger drin sind als wir zum Essen brauchen aber das ist immer noch besser als die 2 Jahre und 2 Monate die wir für das Kochen verwenden. Also wie lange schläft der Deutsche? Wie lange? Schlafen. Schlafen ist circa 7 Jahre. Nein? 24 Jahre. So lang. Ja, die Deutsche. Also das heißt 33% vielleicht. Das ist dann, ja, wirklich. Das ist so interessant. Und hier hat man das geschrieben, so 24 Jahre. Mehr als, nicht nur, noch mehr. Liegt der Deutsche im Bett. Und auch das haben wir gelernt, circa 7 Jahre verwenden wir für die Arbeit. Die Deutsche arbeiten 7 Jahre. Unglaublich. 7 Jahre. Also 7 Jahre bedeutet, aber Sie sollten das auch verstehen. 7 Jahre bedeutet hier 7 und 7. Also 21 Jahre. Warum? Weil an einem Tag arbeitet man 8 Stunden. Aber wenn Sie 8 Stunden, also das heißt dreimal. Man arbeitet dreimal. Und dann ist ein Tag fertig. Haben Sie verstanden oder nicht? Agar ye keh rahe hain ki German 7 saal kaam karte hain, to iska matlab ye hai ki 21 saal kaam karte hain. Ajo 7 saal kaam karte hain, roz ke 8 ghante kaam karte hain aur din mein hote hain 24 ghante. Verstanden? Ja. Also das heißt 21 Jahre dann. So wenn wir glauben, dass ein Deutscher lebt vor 63 Jahren, das bedeutet 21 Jahre arbeitete. Genau, richtig. Und wenn die Deutsche so viel arbeiten und dann wir in der mehr oder wenig? Eigentlich wir arbeiten mehr. Mehr Effort. Aber das ist nicht sehr disziplinierend. Das ist meistens, wir arbeiten auch am Samstag. So, aber das ist more productive meistens. Okay. Das sollte auch ein stammtes Thema sein. Wie können wir produktiv arbeiten, na? Ja, warum nicht? So, das ist sehr interessant, wirklich. Solche Recherche brauchen wir. Und dann, solche Recherche lassen uns Gedanken machen. Okay. Wir müssen auch noch andere Recherche über die Reisen, über die Reisen in India. Wir reisen nicht. Ah, zur Arbeit gehen, okay. Und das bedeutet 10% jeden Tag oder 10% Zeit. Unser Leben reisen wir, ja. Schade. Also das wird hier noch spannend. Nächste Person bitte. Nächste Teil dann. Wer ist dran? Hallo? Rinki? Yes, sir, darf ich? Ja, gerne. Auf dem Liebling. Auf dem Liebling, der Deutsche wird viele Zeit geschenkt, zwei Jahre.
durchschnittlich. Okay, ja, stopp. So hier auch vielleicht auch dem Liebling der Deutschen wird viel Zeit geschenkt. Also sie schenken, das bedeutet auch, dass die Geschenke kaufen. Und da vergeht auch viel Zeit. Also viel Zeit wird dann gebraucht. 2 Jahre und 6 Monate sitzen wir in unserem Leben durchschnittlich in einem Auto. Okay? Auto, 2 Jahre und 6 Monate. Aber 6 Monate verbringen wir im Stau. In Deutschland verbringt man 6 Monate im Stau und bei uns dann noch mehr. Vielleicht. Doppel. 16 Jahre, nein. Also 16 Monate vielleicht, ne? Deutlich weniger Zeit bekommen unsere Kinder. Und unsere Kinder bedeutet die deutsche Kinder. Die Kinder bekommen nur 9 Monate unseres Lebens. Spielen wir mit ihnen, also mit den Kindern. Deshalb Zeit verbrauchen wir auch zum Waschen, Bügeln. Dieselbe Zeit bedeutet 9 Monate. 9 Monate brauchen wir auch zum Waschen, Bügeln oder für den Weg zur Arbeit. Ja, das ist für Deutsche. Ironing, Press. Selbst das Putzen der Wohnung dauert mit 6 Monaten deutlich länger. 6 Monaten. Das ist auch, ja. Also wir brauchen das. Zum Wohnung putzen. Okay, next. Wir arbeiten da war after one woken und von Jürgen Brauchen hier 2 Wochen. So after near Genung, Zeit zum Leben und zum Fallen. Und mit dem Software eigentlich zu viel Zeit haben. Aha. Also das ist interessant. So wozu brauchen wir wie viel Zeit? Und wenn wir hier sehen, 2 Wochen zum Küchen, ja. So, hier, 24 Jahre schlafen und dann, was danach? Arbeiten? 7 Jahre. 7 Jahre, okay. Next, 5 Jahre und 6 Monate? Kinder ist gewählt. Fernsehen? Yes, sir. Okay. Und auch Essen brauchen. Genau. Also wo kann man das sehen? Okay, Abschnitt 1 hier, Fernseher. So, 6 Monate, ein halbes Jahr länger Fernsehen, als wir zum Essen brauchen. Also Essen ist 5 und dann das ist Fernsehen. Ja, das ist dann Essen. Okay. Kochen, wie viel Zeit? Zwei Jahre und zwei Monate. Ja, hier. 2 Jahre und 2 Monate. Und 1 Jahr, 4 Monate, das heißt 16 Monate. Was machen wir? 16 Monate. Wohnung putzen. Genau. Wohnung putzen. Ja. Wohnung putzen.
und mit den Kindern spielen? 9 Monate. 8 Wochen Pausen während der Arbeit und 2 Wochen Küchen. So, kreativ sind die Deutschen. Also, das ist so, verbringen sie ihre Zeit. Und dann, sie können auch selbst vielleicht ein bisschen checken, wie viel Zeit brauchen sie, wozu. Das ist dann auch zum Denken.